Ja, also ich dachte jetzt, Sie stehen hier alle spontan auf, machen mit einem Mörder Stimmung, schöne Polonaise quer durch den Saal, der Herr Kran, die Frau Mauren vorne weg. Ich werfe ja auch noch Konfetti für eine Mörderstimmung, das kostet ja auch alles Geld, hören Sie mal. Das hätte ich eigentlich gerne wieder, das Konfetti, wenn ich es mir recht überlege. Ja, nicht so ein unordentlicher Haufe, ordentlich. Blau auf blau und gelb auf gelb hätte ich das gerne wieder. Liebe Leute, ich will euch mal was erzählen, was ich erlebt habe. Das glaubt mir kein Mensch. Also nicht einmal mein bester Freund hat es mir geglaubt und der kenne ich schon, ach komm, der kenne ich länger als wie euch. Und zwar war ich bei der letzten Bambi-Verleihung einer von der 28 Türsteher. Ich meine, gut, das ist jetzt an sich noch nichts Besonderes. Ich bin dann aber an dem ganzen Abend nur ein einziges Mal auf den Klo gegangen. Und das obwohl ich diese Prostata-Hypertrophie abgegeben. Jetzt ich also auf dem Weg zum Klo und Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Der ganze Klo war voller Stars. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ein ganzer Klo voll mit Superstars. Und diese Atmosphäre, das war der Hammer gewesen, gell? Also ich meine, ich bin ja schon mal des Öfteren irgendwo auf dem Klo gewesen, Sie wahrscheinlich auch, aber noch nie hat mich eine Stimmung seelisch so tief berührt wie da auf dem Klo bei der Bambi-Verleihung, gell? Also so muss es im Himmel sein. Ich meine, ich bitte Sie, stellen Sie sich es einmal bildlich vor, Sie sind in einem Raum mit der Ottfried Fischer, gell? Oder mit der Karl Dall. Oder mit der Uschi Glas. Ich meine, gut, der Uschi Glas war jetzt nicht da gewesen, aber es hätte gut sein können, gell? Und Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Da stellt sich doch der Thomas Gottschalk persönlich ans Handwaschbecken und wäscht sich persönlich die Hände. Und zwischen mir und der Thomas, so knapp grad, also Freunde, lass es vielleicht 12 Meter gewesen sein, mehr war es nicht. Ich habe dann so einen Druck gehabt, ich bin dann erst einmal schnurstracks aufs nächste Pissoir gegangen. Und zwar an das Pissbecken ganz links, gell? Weil ich nehme immer das linkeste Pissbecken, gell? Also wenn Sie mich beispielsweise suchen, mich finden Sie immer am linkesten Pissbecken, gell? Und Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Da stellt sich doch der Mario Adorf neben mich. Mario Adorf, der Typ ist doch ein Wahnsinn. Schauspieler stellt sich neben mich, also rechts neben mich, weil links war ja das Pissbecken gewesen. Gell? Ich habe dann sehr freundlich rübergelächelt, er hat auch sehr nett zurückgelächelt. Ich glaube, er hat mich aber nicht erkannt. Gell? Und dann, Freunde, dann hat er seine Hose aufgemacht und Vorsicht, jetzt kommt's! Also alleine das Geräusch, ja? Ich meine, jetzt sind wir bitte mal ganz ehrlich, wenn unser einer die Hose aufmacht, das klingt nicht besonders. Das ist so ein Ritsch-Ratsch weg, gell? Aber bei Mario, das war so ein Knirschen gewesen. So ein Summen. Es hat am Schluss eine richtige Melodie ergeben, gell? Und dann, Freunde, der hat auch nicht lange in der Hose rumgesucht. Nein. Das war ein Griff gewesen, gell? Wenn ich drüber nachdenke, wie unser Eins da immer am Rumwühlen. Geh mal weg. Aber der Mario wusste sofort, was Sache ist, gell? Ein Griff und zack, gell? Jetzt während ich also immer noch am Rumwühlen bin, gell? Ich greife nach rechts, ich greife nach links, da denke ich, oh, ich hab'n. Dabei war es nur der Autoschlüssel, der mir dann so tief in die Hosentasche reingerutscht ist. Also es war wie immer bei uns eins, es war schwierig gewesen. Und da steht der Mario schon so ganz entspannt lächelnd neben mir. Ich habe dann auch noch mal so blöd rübergewunken. Und dann habe ich, aber bitte doch nur aus Versehen, aber keine böse Absicht und nichts dahinter, aus Versehen habe ich nach unten geguckt. Und was ich da gesehen habe, Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Der stand da freihändig. Freihändig. Es ist wahr. Und dann die Farbe.
diese Farbe. Ich meine, bei unsereins ist die Sache ja oft ein bisschen trüb, gell? Aber bei Mario nix, es war glasklar gewesen. Ich meine, gut, wo oben nur Shampoos reinläuft, da kann auch unten nur was Sauberes rauskommen, gell? Was soll ich sagen? Ich hatte an dem Abend 3 Dosen Bier mit Asparagus, Currywurst und eine Pommes mit Mayo. Ja, so sah es dann aber auch aus. Geh mir weg. Also wirklich, ich möchte nicht wissen, was der von mir gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, ich wäre krank oder was. Ich weiß es nicht. Und dann hat der Mario am Schluss, hat er mit einem zielsicheren Druck, hat er jetzt diese Glow-Spülung betätigt. Jetzt hat die aber nicht funktioniert. Jetzt hätte doch unser einer normalerweise einen Aufstand gemacht. Ich hätte am liebsten selber in dem Siphon reingefasst, um das Ding wieder ans Laufen zu bringen, gell? Aber der Mario, nix. Der ist eiskalt geblieben, cool, lässig, wie wir das aus seinen Filmen gewöhnt sind. Und dann guckt er so zu dem Pissbäcker. Und dann guckt er so zu mir und Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Da sagt er doch wortwörtlich zu dem Pissbäcker, dann eben nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Da muss man erst einmal drauf kommen, in so eine verfahrene Situation so lockere, witzige Sprechstar abzuliefern, gell? Und ich muss sagen, seitdem ich da neben dem Mario gestanden bin, es ist wie eine Seelenverwandtschaft. Und es wäre mir Herzenswunsch, dass ich den Mario mal wieder treffe und ihm sagen kann, wie wichtig das mir das war, gell? Und wenn ich ihn nicht wieder treffe, dann eben nicht.